Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play um sie 2. Ja, wir sind wieder unterwegs in Wuppertal, schweben aber nicht über der Stadt, sondern fahren heute mal ganz konventionell mit dem Bus. Ja, als erstes werden wir uns den LE anschauen, die LE-Version von Citaro in der WSW-Mobil-Lackierung. Wir werden heute mal die 608 fahren, die fährt vom Barmen nach Oberbarmen. Normalerweise, also in der Realität, würde sie noch weiterführen bis nach Ennepe. Aber die Linie ist tatsächlich nur bis Oberbarmen abgebildet und ist ja auch quasi nur ein, ja, wie soll man sagen, ein Bonus, ne? Also war erst nicht geplant, ist dann entsprechend nachträglich dann bis Oberbarmen mit eingefügt worden. Ja, wir haben den LE neben dem Gelenkbus, einer der beiden Busse, die entsprechend mitgeliefert werden. Hab mal bei Facebook geschaut, also es werden wohl auch noch mehrere Lackierungen mitgeliefert. Man konnte zum Beispiel auch selber Lackierungen einreichen, die dann mit in den Download oder halt dann auch, glaube ich, in der oder wahrscheinlich auch in der Box-Version dann mit enthalten sein werden, so dass wir am Anfang schon einige Repaints dann zur Verfügung haben. Ja, wir werden heute die 608 fahren, wie gesagt, und ja, werden uns vorher mal den Bus anschauen. Ich finde, so wie ich es bisher sehen konnte, ich bin jetzt nicht der Mega-Bus-Kenner, Profi, Mega-Typ, aber also das, was ich hier sehe, gefällt mir schon recht gut. Ich kenne den Bus aus der Realität, bin noch nicht selber mitgefahren, aber zumindest von außen aus nahen regelmäßig betrachten können, da der in Wülfrath auch immer regelmäßig rumfährt von der WSW. Und ich finde, der ist schon sehr schön gelungen. Ob dieses Fahrzeug sich jetzt auf Basis des ja, C2 Add-ons, was von Darius Bode ja erschienen ist, oder aufgrund oder Basis die Hamburger Busse sind, kann ich nicht sagen. Ist nicht so mein Metier. So, aber wir können uns das Ding ja trotzdem mal anschauen und werden dann als erstes mal in den Fahrerarbeitsplatz springen. Was wir hier sehen, ist auf jeden Fall ein neues Dashboard bzw. ein neues Lenkrad auch. Ist jetzt das Atros-Lenkrad hier entsprechend mit ganz vielen Funktionen. Ah, die kann man sogar wahrscheinlich, ja, vielleicht kann man sie bedienen, müssen wir gleich mal gucken. So, aber als erstes werden wir mal die Elektronik anmachen. So, und uns mal das Ganze hier anschauen. Also wenn man hier näher ranzoomt, die Texturen sind schon glockenklar. Sehr schön gemacht, muss ich sagen. So, 1805 969 100. Dann werden wir uns mal anmelden. So, 1805 969 100. Zack. So. Linienkurs. Wir fahren die 608. Gib mal 01 ein. Mal gucken, was dann passiert. Da habe ich den Fahrplan eigentlich schon angenommen. Ah, genau. Ziel, Oberbahn, Bahnhof. Ist okay. Zack. Ja. Dann kriegen wir auch schon die Sachen angezeigt. 608. Anfang, Bahnbahn, 12.19 Uhr. Haben wir noch ein bisschen Zeit. So. Hier oben wird dann die Verspätung angezeigt. 14.3 Viertel. Verfrühung, wie auch immer. Links oben die Uhrzeit. Das INET-System bzw. auch dieses FR-Kompakt kommt uns sicherlich bekannt vor aus Hamburg. Wird aber so tatsächlich auch bei der WSW dieses Atron-System benutzt. So. Ja, was bleibt uns noch zu sagen? Was können wir natürlich machen? Wir können die Fenster elektronisch aufmachen. Und jetzt wollen wir mal den Motor starten. Machen wir mal Licht an. Innenraumlicht. Auch wenn wir es noch nicht brauchen. Machen wir mal den Warnblinker an. Hören wir uns mal an, wie die Tür aufgeht. Auch das typische WSW-Piepen. Sehr schön. Ja, ich finde vom Innenraum her, ich habe mir den gerade schon mal kurz angeschaut, ja, solide Arbeit. Man
Feld, also hier oben war gerade was, genau, da ist es noch ein bisschen eckig, das sollte noch nachbearbeitet werden. Wir sind hier, wie gesagt, auch noch in der Beta, ich weiß nicht was, entsprechend an dem Bus auch noch geändert wird, ne? Auch da sieht man es, am Ende ist es etwas kantig. Ich weiß nicht, ob man das modellmäßig besser machen kann. Bin ja auch kein Modellbauer, aber ich denke mal, dass das funktionieren würde, das noch etwas runder zu machen. Dann haben wir natürlich hier hinten dieses Erhöhte, typisch beim LE. Und ja, auch hier die Texturen sehr scharf, ne? Kann man hier entsprechend an die Piktogramme heranzoomen. Wahrscheinlich können wir dann auch. Ja, die Klappe können wir dann natürlich auch auf und zu machen. Licht ist verzögert, sehr schön. So, was haben wir denn noch hier? Wir haben ein Display. Ne, also, ups, hier oben. Mit der Anzeige der nächsten Haltestellen der WSW, TFT, der LCD. Ja, dann lernen wir uns mal jetzt nochmal außen. Sieht schon schick aus, finde ich, oder? Kann man doch nicht anders sagen. Finde den echt, ist einer der schönsten Busse so überhaupt. So. Dann machen wir den Track IR mal an. Was ich etwas schade finde, ist, dass hier geradeaus ein Spandauhaus steht. Gerade in den Ecken, wo man vielleicht dann auch länger steht, wäre es schon schön. Will gar keiner was kaufen. Leute, 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 ihr habt doch nicht alle eine Fahrkarte, oder? Wäre es halt schon schön, wenn man da die nicht sehen würde. Vielleicht kommt das noch. Ja, und die Stele der WSW ist auch etwas gerade. Aber gut, man will ja wahrscheinlich dann entsprechend Performance sparen, indem man die Rundung weglässt. Normalerweise ist die halt so ein bisschen leicht angeschrägt, angerundet. Ist halt immer so die Frage zwischen Performance und Realismus, ne? So, ja, leider ist mir das Spiel gerade eben abgeschmiert und ich versuche es jetzt noch einmal. Wir starten dann wieder im Barmen Bahnhof, ne? Aber wir müssen auch schon los. Ja, ich glaube, wir müssen schon los. So. Ganz schön hügelig, wellig hier. Lenkrad vibriert schön. Ja, also ich hatte irgendwie Probleme. Erstmal beim Einsteigen, da waren ja die Leute, haben ja nicht gesprochen. Ich habe jetzt mal einfach das Ticketpack von Metropole Ruhr genommen. Weil das Ticketpack wohl in dem Download, den ich jetzt bekommen habe, nicht drin war. Ich hoffe mal, dass sich jetzt die Probleme alle erledigt haben. Wir werden es sehen. Ist ja alles noch Beta, also die ist ja noch nicht erschienen. Also ich habe das auch dann mal zurückgemeldet. So, wir fahren auf jeden Fall jetzt nach Oberbarmen. Alter Markt. Zum Bahnhof. Mal gucken, ob die Karte jetzt wenigstens da bleibt, ne? Wo sie ist. Und nicht wieder wegploppt. Aber gut, das sind halt Sachen, ne? Die können in der Beta-Phase definitiv vorkommen. Ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ja, erstmal natürlich, wie ihr das Add-on findet. Offene Meinung ist da erwünscht, positiv wie negativ. Unter dem letzten Video waren ja auch schon die einen oder anderen Kommentare dazu.
Und ja, ob ihr euch das kaufen werdet oder nicht, würde mich halt interessieren. Und was dann entsprechend der ausschlaggebende Grund wäre, das zu kaufen. Also sind es die Busse, also der LE und der T2 Gelenkbus, oder ist es entsprechend die Schwebebahn oder das Gesamtpaket? Ja, das würde mich mal interessieren. So, fährst du da auch mal? Danke. Ja, ich hatte hier beim Bus halt ein bisschen mehr die Schnauze zwischendurch, weil ihr natürlich auch gerne den Sound hören wollt. Hier Burger King, da McDonald's, beziehungsweise umgekehrt. Also ich halt in der letzten Aufnahme, die halt schief gegangen ist, ich weiß jetzt nicht, wie ich das schneiden werde, was ich halt dann schade finde, gerade an den Endpunkten, wäre es halt schon schön. Auch die da jetzt, ne? Sprechen die auch jetzt, funktioniert hier auch dieses Prüfsystem, wenn die Leute ihre Monatskarte an den Scanner halten. Ja, der Bus ist gleich voll. Ich glaube, hier wären wir mal besser mit dem Gelenkbus gefahren, aber gut. Ist halt so, ne? Ja, und jetzt funktioniert es auch, dass ich hier Fahrkarten verkaufen kann, ne? So ohne Ticketpack klappt das halt nicht. Was mich halt nur ein bisschen gewundert hat, ich habe halt einfach erstmal gedacht, sind nur Probleme mit den Stimmen, dass die irgendwie noch nicht drin sind. Aber dass dann halt auch direkt die ganze Karte abschmiert, das war mir bei Omsi auch noch nicht bewusst. Aber Omsi zeigt einem ja immer wieder neue Facetten, ne? Muss man ja schon sagen. Ja, aber wo war ich jetzt stehen? Achso, genau. Also ich, am Barmer Bahnhof würde ich halt das ein oder andere spannende Objekt vielleicht noch austauschen. Vielleicht kommt das dann auch mal in einem Update. Ich meine, man wird jetzt auch nicht mehr viel machen können bis zum Release. Ist auch klar. Nur halt gerade da, wo man dann vielleicht drauf schaut, wäre es halt dann schon schön. Ne? Ansonsten muss ich echt sagen, es ist im Gegensatz zu Metropole Ruhr hier tatsächlich wieder zu erkennen. Also ich sehe, oder beziehungsweise ich weiß, wo ich bin, wo ich fahre. Wuppertal ist zu erkennen, die B7 hier ist definitiv nachvollziehbar erkennbar. So. Ja, hallo Herr Busfahrer, genau. Hallo. Mein Gott, da wollen ja echt viele rein, ne? Ein Erwachsenen-Ticket, bitte. So, sollst du haben. Achso, genau, Geräusche auch neu, haben wir jetzt gerade gehört, ne? Zahltisch ist neu. Stehen. Sehr nett von ihm. Und da war das Haltesignal. Halteton. Die Wertherbrücke ist auch übrigens Schwebebahnhaltestelle, sieht man da hinten. Auch eine sehr alte Schwebebahnstation. Hallo. Hallo. Hallo Busfahrer. Ein Ticket für die 3-Stufe A. Hm,
Steigen die hinten ein und kommen dann nach vorne, um abzupiepen? Vielleicht sollte man das optional machen, dass man vielleicht, weil eigentlich ist ja der Einstieg bei der WSW wie im VR-Bereich eigentlich immer vorne, ne, um halt das Ticket dann entweder also zu bezahlen oder entsprechend dran zu halten. Vielleicht kann man das ja irgendwie optional machen, dass man halt hinten den Einstieg sperrt. Sträter. Ja, hier ist der andere Eingang zur Barmer Innenstadt, wo man einkaufen gehen kann. Ich glaube, ein Saturn ist hier. Auch Müller, Drogerie, kriegt man auch, glaube ich, CDs. Ich weiß nicht, wer den Laden kennt, aber die sind ja auch immer recht groß. So, hier ist leider jetzt die Kreuzung blockiert. Na? Aha, okay. Tja, wir können hier nicht einfach durchfahren, da habe ich ein Problem. Da laufen mir dann die Fahrgäste amok. Also B7 ist auch so die Straße, die hier immer am meisten befahren ist. Klar, ne? Einmal komplette Talachse. Kann man hier durch Wuppertal düsen. Und man steht hier auch ständig an den Ampeln. Puh. Ansagen habe ich jetzt diesmal irgendwie gar nicht gehört, komischerweise. Okay. Oh ja. Aber wie gesagt, ist ja auch nur Beta-Status, ne? Mhm, da hat man dann um die Kurve gebaut. Kein offenes Ende, ist auch schön. Das war ja auch mal so ein Problem bei Metropole Ruhr tatsächlich, ne? Dass man da dann auf einmal ins Nichts geschaut hat. Schnell was trinken. Bin nämlich irgendwie ein bisschen durstig. Wir waren am Wochenende jetzt zelten. Mit den Kindern, ne? Und irgendwie bin ich noch sehr durstig. Ich war jetzt, als wir zusammengebaut haben, abgebaut haben und eingepackt haben, zusammengepackt haben, doch ziemlich warm. Also wollen viele einsteigen, aber wenig aussteigen hier. Komisch, keiner beschwert sich über die Temperatur. Wir haben hier in 17 Grad, waren's? Ja, 17 Grad. Also ich muss sagen, echt, die Texturen sind echt schon glockenscharf. Hätte mir natürlich, also das ist jetzt natürlich jetzt kein Problem des Add-ons, aber ich finde Busse, wo hier die 50 nicht markiert ist. Was?
Nee. Das wollte er nicht haben. Ach, Tageskarte. Die Tageskarte wollte er haben. Wichtlinghauser Straße. Nächste Haltestelle. Bezüglich KI-Fahrzeugen weiß ich nicht, ob jetzt nochmal neue dazu kommen. Also die, die ich jetzt gesehen habe, waren, glaube ich, größtenteils aus Metropole Ruhr. Kann mich auch täuschen, dass ich da jetzt irgendwie was übersehen habe. Der Ton war jetzt nicht zu leise. Ein Preisstufe Artikel bitte. Oh, ein Preisstufe Artikel bitte. Oh, 70. Der Menge Kleingeld. Halt den Bubble. Achso, wieder zu früh Gas gegeben, ne? Da fährt er ja nicht. So, dann ist die nächste Haltestelle unsere Endhaltestelle. Oberbarmen Bahnhof. Diese Fahrt endet dort. Bitte alle Fahrgäste auszusteigen. Und hier ist auch die Endstelle der Schwebebahn. Ich meine sogar, dass hier das Instandhaltungswerk ist. Muss ich hier halten? Gucken wir mal. Wir steigen welche aus? Steigen alle aus? Nee. Guck mal, die laufen sogar auch ordentlich die Treppen runter. Sehr schön. Haben wir jetzt für ein Problem? Achso. Cool. Das funktioniert also auch. Also solange noch Leute aussteigen wollen, piept's und die Tür bleibt auf. Es piept wohl. Naja, warum wir jetzt hier nicht grün haben, weiß ich aber auch nicht. Könnten wir doch eigentlich, ne? Da 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 da. Da 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 da. Empire Video King. So Videotheken überhaupt noch halten, ne? Bei den ganzen Streaming-Angeboten, die man so hat. Der Wupperdöner. Lykomobil. Mobile. Ja, hier weiter geradeaus und dann rechts habe ich dann auch meinen Anzug gekauft für die standesamtliche Hochzeit damals. Falls es jemanden interessiert. Ansonsten war ich irgendwie, glaube ich, in Oberbarm noch nie. So. Gucken wir mal, ob der Rest jetzt hier aufsteigt. Ja. Wir haben immer noch keine
Spielplanauswertung. Das wundert mich ein bisschen. Na gut. Aber wir machen dann hier Schluss. In Oberbarmen. An der Schwebebahn. Vielleicht hätten wir hier auch noch einfahren müssen. 608. Start. Ja, hier fahren auch ein bisschen viele Autos rein. Vielleicht sollte man hier den Verkehr noch etwas reduzieren. Finde ich jetzt. Aber gut, ist halt auch Geschmackssache. Ansonsten, auch der Platz ist definitiv wiederzuerkennen. Sehr schön. Ja, so vom Fazit her, klar, es gibt noch Spandauer Gebäude, die verbaut wurden, was natürlich schade ist. Aber auch, kann auch nachvollziehen, dass man nicht alle Gebäude nachbaut. Keine Frage. Es ist schon schwierig, das zu tun. Ich glaube, bis auf Hamburg hat das, glaube ich, kein einziges Add-on, dass wirklich alle Gebäude 1:1 nachgebaut wurden. Hamburg und Hafen City, glaube ich, sind die einzigen. Und Aachen, gut, die drei. Ansonsten, glaube ich, auch bei Bremen, glaube ich, war es ja so, dass wir da nicht alles 1:1 nachgebaut haben. Naja, auf jeden Fall könnt ihr euch selber eine Meinung bilden durch das Video und ja, ich wünsche euch viel Spaß dabei. Auch dann, wenn ihr es euch holen solltet, viel Spaß beim Fahren. Definitiv. Wir werden noch den Gelenkbus, werden wir uns nochmal anschauen. Ich weiß nur noch nicht, wann ich das machen werde. Ansonsten sage ich dann schon mal auf Wiedersehen hier, ne, mit dem Anblick hier. Und ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag heute. So, und ja. Verabschiede mich von euch. Bis dahin. Tschüss.